Hallo, mein Name ist Nicole Mamy und ich unterrichte im Fach Physik. Ich stelle jetzt die Methode Wortkabel vor und die setze ich ein in meiner Vorlesung E-Lehre. Die kann aber letztendlich in allen weiteren Veranstaltungen naturwissenschaftlicher Art, aber auch in anderen Veranstaltungen sicherlich gut eingesetzt werden. Ziel ist es, dass wir die Lernenden irgendwie dazu kriegen, im Unterricht aufzustehen. Es kommt eigentlich in der Einführungsphase meines Themas. Und da ist es so, dass die Studierenden erst aufstehen. Die erste Person nennt einen Begriff zur E-Lehre und die nächste Person muss dann wieder einen Begriff zur E-Lehre nennen, aber sie muss quasi als Anfangsbuchstaben den Endbuchstaben des vorhergenannten Begriffes nennen. Und so geht das immer weiter, dass sich sozusagen ein ganz, ganz langes Wortkabel bildet. Und wenn ein Student oder eine Studentin eben mal nicht einen Begriff weiß, dann muss sie sich setzen. Und die Person, die bis zum Schluss stehen bleibt, die hat gewonnen. Die Studierenden sind von der Methode immer ganz begeistert, weil sie tatsächlich immer noch mal so ein bisschen Brainstorming machen, weil was eigentlich thematisch alles zur E-Lehre gehört, sind manchmal selbst überrascht, welche Begriffe kommen. Und ich denke, diese kleine Aktivierung, die man sonst immer so also zwischen Frontaleinheiten auch schieben kann oder so, gerade in einer Lehrveranstaltung, wie so in einer typischen Vorlesungsstyle, ist das was ganz, ganz Positives. Und die Studierenden nehmen das auch sehr, sehr gut auf und geben immer wieder sehr positives Feedback.